Willkommen zurück bei Crusader Kings 3 und einige von euch haben es sich gewünscht, dass wir einmal ein ganz gemütliches, ruhiges Durchspielen dieses Entwicklungsruns, was ich ja in den Tutorials gezeigt habe, durchführen. Für mich ist das ganz wichtig, dass wir aber auch irgendwie ein kleines Ziel haben. Das Ziel ist tatsächlich, dass ich mich herausfordere, möglichst schnell auf 100 Entwicklungen zu kommen und euch die Schritte Schritt für Schritt, ganz gecuttet und editiert, einmal zeigen will. Das heißt, wir fangen an in Südindien, wie wir hier sehen können. Warum? Das ist so das Idealbeispiel, weil ihr seht schon hier unten dieses Rote, das bedeutet, wir haben ganz viel Ackerland und sind damit ein sehr starker Herzog. Und wir werden versuchen, uns die Zeit zu merken, wir fangen 867 natürlich an, wie lange wir brauchen, um auf 100 Entwicklungen zu kommen und dann mal zu sehen, wie der Status so ist, wenn wir fertig sind. Wir werden auf jeden Fall zwei Herzogtümer erobern, mehr nicht. Also wir werden nicht weiter ausbreiten, damit ganz klar nochmal gezeigt wird, dass wir hier nur über unser kleines Herzogtum oder unsere zwei Herzogtümer ganz klar riesige Macht erreichen, die uns auf jeden Fall auch die Zeiten überdauern lässt. Also schnallt euch an, abonniert, lasst ein Like da, kommentiert bitte gerne und guckt euch sonst alle anderen Tutorials meines Kanals an und dann steigen wir einfach mal direkt in Indien hinein. Zuerst mal war ich so gemein, mir einen eigenen Charakter zu erstellen. Würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr nicht gerade irgendeine Herausforderung haben wollt, wo ihr einen nicht selbst erstellten Charakter habt, baut ihn euch zusammen. Ich habe jetzt einfach nicht übertrieben, aber ihn schon intelligent gemacht, fleißig, zufrieden und maßvoll. Das sind zwei Tugenden auch in der hinduistischen Religion, die wir sind. Mal so würde ich eher ehrgeizig nehmen, wäre hier aber eine Sünde. Von daher passt das nicht. Fleißig ist deswegen immer zu empfehlen, weil es halt sehr viel Attribute kriegt und ihr eine ganz wichtige Entscheidung machen könnt, die essentiell für euch ist, nämlich Hauptsitz entwickeln. Diese Sache habe ich ja schon mal erklärt. Das könnt ihr nur machen, wenn ihr wirklich einen fleißigen Charakter habt. Ihr solltet das also mitnehmen und am besten auch an eure Kinder weitergeben, damit das Ganze auch funktioniert. Ansonsten schauen wir uns an, was für eine Kultur wir haben. Wir haben ja darüber gesprochen, unsere Kultur ist das Wichtigste, was wir haben und die tamilische Kultur ist nicht gerade überwältigend. Wir haben Metallarbeiter, was uns ehrlich gesagt nicht interessiert, genauso wie Stadtstolz und Seefahrer. Alle drei keine Dinge, die uns besonders interessieren. Das heißt, so wie ich es auch im Tutorial gezeigt habe, geht es erstmal darum, jetzt die wichtigen Attribute zu bekommen. Das wäre ein Gartenbauer, das wäre landwirtschaftlich und das wäre am besten noch fleißig. Wobei fleißig später ist relevant. Wir spielen natürlich hier schon einen feudalen Herrscher, weswegen wir einen deutlich einfachen Start haben und dadurch wesentlich schneller auch unser Ziel erreichen können, Entwicklung zu pushen, weil wir eben schon mit einem recht starken Gebiet anfangen, Entwicklung bei 25 und weil wir auch schon Gebäude bauen können, die für uns relevant sind und die uns eben ermöglichen, mehr Entwicklung voranzubringen. Der einzige Nachteil von unserem Hauptding, Madurai, ist, dass wir tatsächlich keinen Handelshafen in unserem Hauptsitz machen können, sondern nur hier in diesem Tempel, den wir aber, wisst ihr ja, langfristig auch auf jeden Fall auch selber halten wollen, wenn wir unsere Religion gewechselt haben. Für mich ist dann der erste Schritt eigentlich schon vor dem Spiel. Ich schaue mir an, wie kann ich meine Kultur entwickeln. Wir wissen ja, im Stammeszeitalter können wir 5 Trades nehmen, wir haben nur 3. Das heißt, wir sollten möglichst versuchen, eine Mischkultur an Land zu ziehen, um den ersten Schritt zu machen. Und vor allem sehr schnell. Und dann gucken wir uns einfach um, was gibt es in der Umgebung, was eine Mischkultur anbieten würde. Und bei uns wäre das bengalisch, weil wir die philosophische Kultur kriegen, wodurch wir mehr Bildung kriegen, wodurch wir mehr Forschung kriegen, was wiederum die Entwicklung fördern kann. Und ganz wichtig, eben was eben erwähnt wurde, die landwirtschaftliche Kultur, was unsere Auen und unser Ackerland, und wir haben ja hauptsächlich Ackerland, also nur Ackerland, um 30% mehr Entwicklung geben würde. Das heißt, das wäre unsere erste Kultur, wo wir hingehen würden. In Indien bietet sich auch noch die malwische Kultur an. Die haben auch landwirtschaftlich und hätten was Militärisches noch dabei, wobei uns das nicht so interessiert. Das wäre so der erste Schritt. Danach geht es darum, dass wir die Religion ändern. Das heißt, wir wollen auf Waldensertum gehen. Wir würden also hier unseren Glauben ändern wollen auf Waldensertum, wie ich es auch im Tutorial gezeigt habe. Genau, Waldensertum, eigentlich alle Religionen, die Bilderverbot haben, sind dafür fein. Wir müssten konvertieren. Ihr seht, das kostet verdammt viel, weil wir zu einer anderen Glaubensfamilie konvertieren. Das können wir aber eben mit unserem Lebenswandel noch herabsetzen, zeige ich euch dann gleich. Und dann als letztes wäre es eben für Prestige wichtig, dass wir natürlich auch die neue Kultur danach reformieren und schon mal ein Attribut hinzugeben, wie zum Beispiel Gartenbauer für 5000 Prestige. Es kann natürlich auch, wie ich es im Tutorial gesagt habe, ihr könnt auch beides machen, dann müsst ihr auf 10.000 gehen, was eben natürlich länger dauert, aber eben möglich ist, wenn ihr darauf wirklich fokussiert seid. Das Einzige, was noch besser wäre, wäre, wenn wir eine bürokratische Kultur hätten. Die ist aber in Indien hier relativ schwer zu finden. Das heißt, wir werden erst einmal gemeinschaftlich bleiben. Das Schlimme ist nämlich, wenn ihr das reformieren wollt und verändern wollt, seht ihr, kostet das 20.000 Prestige. Das ist dann doch ein bisschen abgespaced, außer ihr habt irgendwie absoluten Run, wo ihr unendlich Prestige sammelt, werdet ihr das niemals hinbekommen. Vielleicht noch kurz zum Gelände. Wir schauen uns natürlich an, was bietet unser Gebiet. Wir sehen schon mal einen wichtigen Punkt. Wir haben hier zum Beispiel Hügel und Berg. Dieses Gebiet ist also für uns komplett irrelevant, wenn es darum geht, etwas zu halten. Momentan halten wir es. Langfristig wird es aber nicht wichtig sein. Die Madurai, das ist unser entscheidendes Gebiet, weil ihr seht, wie viele Slots wir haben. Das ist wichtig für uns später, weil wir jeden Tempel, den wir einbauen, auch halten wollen. Das heißt, potenziell kriegen wir hier 1, 2, 3 landwirtschaftliche Gebiete plus den Tempel, der schon da ist, also 4 und unseren Hauptsitz 5 im Ackerland, was natürlich krankhaft stark ist, um unsere Entwicklung zu pushen. Je nachdem, wo ihr startet, das hier ist ja wirklich eine Optimalbedingung, werdet ihr natürlich viel schlechtere Bedingungen haben. Aber ihr müsst immer darauf achten, was für ein Trade habe ich in meiner Kultur, was wende ich wirklich an, um maximal auf die Entwicklung pushen zu können, wo baue ich
rein. Zum Beispiel wäre die Stadt für uns auch nicht so relevant. Die ist nämlich ein Dschungel. Ein Dschungel bietet sehr wenig Entwicklung, ist auch sehr schwer zu buffen. Dieses Gebiet hier unten ist also komplett irrelevant für uns. Das heißt, diese vier plus die eins, also die fünf Gebiete insgesamt, wären für uns schon mal wichtig. Und langfristig würden wir dann noch nach hier oben auswandern, wo wir noch mal ein paar Ebenen haben und einmal landwirtschaftlich. Die Ebene kann man tatsächlich aus einem einzigen hier buffen. Das ist auch in der Nähe hier, und zwar von Guyaritish. Guyaritish hat Vegetarier und dann könnt ihr 10% mehr Entwicklung in Geländen bekommen. Das geht allerdings nur, wenn wir schon unsere Entwicklung sonst vorangebracht haben. Ihr seht oben, wir können dann keine Jagd mehr durchführen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir erstmal alles andere machen, bevor wir uns überhaupt hier irgendeinem anderen Herzogtum zuwenden. Ganz ehrlich, es reicht auch eigentlich, wenn ihr das eine Herzogtum hier haltet. Mit diesem Gebiet hier könnt ihr eigentlich alles machen, was ihr braucht. Ja, und da ich ja ein netter Mensch bin, schneide ich jetzt heraus, wie ich jetzt ganze Zeit mir die Aktivität Jagd nehmen werde, einen Haken da reinsetzen werde, die Pilgerreise nehmen werde, einen Haken hineinsetzen werde und mich konstant auf den Weg mache, all mein Geld ausgebe, immer wieder und immer wieder, um halt diese beiden Sachen zu machen. Wichtig für einen Starter, haben mich ja auch viele für angeschrieben, ja, was gibt es für Optionen, damit ich am Leben bleibe. Ich bin ja jetzt ein Herzog, ich könnte mich einfach hier diesem Königreich unterwerfen und die Treue schwören. Das ist kein Problem, wenn ich eben benachbart wäre, was jetzt gleich eigentlich sich aktualisieren würde, ehrlich gesagt sogar. Ich könnte aber nach anderen Königreich gucken oder ich kann natürlich auch Bündnisse schließen. Dafür müsste ich aber erstmal ein Kind bekommen. Das sind aber meine Optionen, die ich habe. Das solltet ihr auch auf jeden Fall auch tun. Ich könnte mich zu auch dem hier unterwerfen zum Beispiel. Unsere Sicherheit können wir zusätzlich natürlich durch Bündnisse leisten, wie ich ja schon mal erklärt hatte. Wir können einfach hier eine Person heiraten. Das ist erstmal egal, was sie für Attribute hat und so weiter. Später könnt ihr gerne an eurer Dynastie basteln. Am Anfang solltet ihr nicht so eingeschränkt sein und unbedingt nur Intelligenz und Genies haben wollen. Wir nehmen das dickste Bündnis, was wir kriegen können. 1200 Truppen. Das gibt uns Sicherheit. Das ist ganz wichtig. Falls wir uns nicht jemanden anschließen wollen langfristig, ist das die einzige Möglichkeit. Und als nächstes gucken wir uns dann noch an, was bietet unser Rat. Wir sehen direkt, der Rat ist momentan komplett in desaströsen Zuständen. Das ist natürlich ein absoluter Fehler. Da muss man unbedingt schauen, dass man das korrigiert. Ihr seht hier, wir haben deutlich bessere Personen, obwohl sie hier nicht reingesteckt worden sind, außer beim Militär. Da müssen wir gleich dann nochmal jemand Neues suchen. Wie wir das machen können, das geht relativ einfach. Ihr sucht euch immer Personen, die ihr dann euren Hof anschließen könnt. Wie genau das geht, könnt ihr euch in einem Tutorial hier anschauen im Kanal, damit wir auch ein bisschen was euch auf andere Videos geschickt bekommen. Ansonsten haben wir den Vorteil in der indischen Religion, dass wir auch noch Nebenehepartner haben können. Das heißt, ihr seid hier natürlich extrem sicher. Nochmal, es ist ein Optimalbeispiel. Wenn ihr drei verschiedene Frauen haben könnt oder vier verschiedene Frauen, könnt ihr natürlich auch vier verschiedene Bündnisse haben, die euch erstmal am Leben halten. Heißt aber auch, dass ihr mehr im Krieg sein werdet, da müsst ihr auch aufpassen. Viele Bedingungen wie Kultur ändern, Religion ändern, da dürft ihr keine Kriege haben. Das heißt also, ihr müsst da genau schauen, ob das Ganze auch so funktioniert. Und dann sucht euch einfach eine Frau aus, die euch ein einigermaßen starkes Bündnis gibt oder mehrere eben und seid dann erstmal gesichert. Um dann die Kultur hier zu vermischen, müssen wir schauen, dass wir bengalisch eine von diesen ganzen Regionen bekommen. Ihr seht aber, die einzige Region, die einigermaßen zu kriegen ist, ist diese hier. Das heißt, wir sollten auch so schnell wie möglich unseren Ratsprediger dahinsetzen, um eben da auch den Einfluss zu bekommen. Da könnt ihr jetzt noch überlegen, welches Gelände wollt ihr lieber haben. An sich ist diese Region aber komplett irrelevant. Ihr wollt einfach nur dieses Gebiet einnehmen, da einen Herrscher von der jeweiligen Kultur einsetzen, um eben eure Kulturakzeptanz zu erhöhen, denn ihr braucht 40% Kulturakzeptanz, um da auch hinzugehen. Wir können das auch nur machen, weil wir hier oben im Norden Indo-Arisch vorherrscht und im Süden dravidische Herkunft. Wenn die Herkunft gleich ist, könnt ihr keine Mischkultur machen. Das heißt, hier irgendwo in dem Bereich könnte ich auch keine Mischkultur erstellen. Deswegen bietet sich Bengalisch hier halt so perfekt an. Natürlich wollen wir auch Opportunismus nicht vergessen. Unser Ratsherr hat uns tatsächlich einen Anspruch auf dieses Gebiet hier eingebracht. Das passiert schon mal. Der Typ ist massiv schwach. Das heißt, wir werden natürlich die Chance nutzen, hier den Krieg dann zu nehmen und dieses Gebiet, was wir ja langfristig haben wollen, wegen der Ebene und eben dem Ackerland hier vorne, einsacken, weil wir es einfach kostenlos bekommen. Sowas dürft ihr auch niemals entgehen lassen. Ansonsten kann ich ja dann noch etwas sagen zum Militär und zu unseren Verwaltungen. Also der Ratsverwalter wird auf mehr Entwicklung gesetzt, wenn ihr wirklich massiv darauf pushen wollt. Wenn ihr Stamm seid, bringt es nicht wirklich was. Da hilft es eher, wenn ihr mehr Steuern bekommt, um ein bisschen Geld dazu zu bekommen. Ich kann das hier auch machen, weil wir halt in Indien sind, ein krasses Ackerland haben und schon massiv Entwicklung haben, können wir jetzt schon direkt loslegen. Und wir wollen ja, ne, wir haben ja schon ein Jahr verloren, maximale Entwicklung in möglichst kurzer Zeit haben. Und das geht eben nur, indem wir es auch wirklich vorantreiben. Militärisch ist eigentlich egal, ihr wollt einfach nur stärker projizieren. Ich habe jetzt 1700 Truppen, ich habe nichts dafür getan. Ich habe einfach die Pikes, die hier schon waren, die eigentlich ziemlicher Schmutz sind, ehrlich gesagt, weil Elefantenreiterei werden die Gegner kaum haben momentan. Habe ich einfach 500 gesetzt. Ähnlich wie ich es im Tutorial gesagt habe, nehmt euch einfach die schwächsten Sachen, sonst leichtes Fußvolk. Setzt sie auf, baut sie ganz aus, einfach nur um stärker zu projizieren. Wenn ihr zum Beispiel auch keine Hochzeiten wie ich jetzt haben könnt, ich habe ja schon zwei Bündnisse, dann ist das notwendig, dass ihr auf jeden Fall eure Macht projiziert. Wenn es dann um den Bildungswandel geht, wie gesagt, ich kann, wenn ich nicht Stamm bin, feudal bin und in so einem Gebiet wie jetzt gerade, auf jeden Fall auf Bildung und Entwicklungszuwachs gehen. Das ist kein Problem. Ihr müsstet jetzt, um die Religion zu ändern, erstmal auf Prophet kommen. Da könnt ihr Glauben schaffen oder, und das ist wichtiger eigentlich für uns, erstmal den Baum Gelehrter nehmen, nämlich zu Abtrünniger. Wir wollen nämlich Bekehrungskosten um 75% verringern. Dann kommen wir relativ leicht zur Religion, die wir uns wünschen. Und wir wollen natürlich auch wissenschaftlich gehen, wenn wir Chef der Kultur sind,
was wir momentan sind, kriegen wir mehr Forschung und geplante Kultivierung, damit noch mehr Entwicklung hineinkommt. Wenn wir das alles geschafft haben, würden wir eigentlich, weil wir hier auf den Speedrun jetzt gehen, auf Zentralisierung gehen. Ich würde euch empfehlen, dann eher, als Zentralisierung gibt einfach flat nochmal Entwicklungen zu. Ich würde euch empfehlen, hier zu bleiben, hier erstmal über die Schulter zu nehmen, vielleicht bis zum Gelehrten, je nachdem, wie lange euer Typ noch leben kann. Das ist ganz wichtig. Ansonsten, wenn ihr schon Vasallen habt, geht ihr auf verschiedene Dinge hier im Verwaltungsbaum. Da könnt ihr nochmal im Tutorial nachschauen, was ich da auf jeden Fall empfehlen werde. Werde ich jetzt im Einzelnen nicht alles zeigen. Wie gesagt, Zentralisierung wäre noch wichtig für die Entwicklung. Alles andere könnt ihr euch dann nochmal in den Videos anschauen. Ich werde jetzt hier wirklich das machen. Ich werde euch dann erst wieder reinschalten, wenn wir hier die 1000 Jagd und so weiter gemacht haben und wir hoffentlich hier oben unser Gebiet erobern können. Wenn es übrigens um Gebäude geht, ihr guckt, dass ihr immer an großen Flüssen oder eben am Meer seid und nehmt diese Gebiete und baut da erstmal Handelshäfen rein. Das heißt, ihr würdet zwar hier nicht eure ersten Gebiete buffen, außer das hier tatsächlich. Da könnt ihr einen Handelshafen immer nur bauen, wie gesagt, wenn ihr am Wasser direkt seid. Deswegen auch nicht schlecht, dass wir es eingenommen haben. Plus hier in diesem Tempel, der euch erstmal nicht gehört, und dieser Tempel. Diese drei bringen euch nämlich dann jeweils einen Handelshafen und damit mehr Entwicklung. Und das ist ja unser Ziel. Kosten allerdings auch ziemlich viel, weil wir schon feudalisiert sind. 142 ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer. Und jetzt sehen wir nochmal eine weitere Variable. Eigentlich könnte man schon fast neu starten, wenn man jetzt das perfekte Playthrough zeigen will. Da ich hier aber nicht bin, zeige ich euch natürlich auch die Probleme, die es geben kann. Denn wir haben jetzt mehrere Regionen ja versucht, Bengalisch zu bekommen. Sehen beide, sind bei über 3000 Truppen. Ich hatte hier noch versucht, ein Gebiet einzunehmen. Habe ich jetzt auch einen Anspruch fingiert. Das kostet 60 Gold, hat irgendwo. Aber ihr seht, wir müssen gegen einen König kämpfen, der auch seine 3000 Truppen hat. Jetzt kommt es im Spiel, wie viele Verbündete habt ihr kriegen können. Sind das genug gewesen? Könnt ihr den jetzt besiegen oder nicht? Es wird so oder so ein harter Kampf. Und wichtig, wir werden wahrscheinlich unser gesamtes Prestige ausgeben. Es ist aber sehr essentiell, halt diese bengalische Kultur mitzunehmen, um eben zwei gute Trades zu bekommen, um eben auch wirklich den großen Vorteil zu haben, den wir davon bekommen würden. Es ist natürlich entweder ein Münzwurf. Ihr könnt auch sagen, ich will mir den Prestige nicht ausgeben, weil ich werde jetzt hier alles verlieren und gehe erstmal auf meine Kultur an sich, also reformiere die so. Aber ihr werdet natürlich deutlich mehr bezahlen müssen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf landwirtschaftlich gehen. Das kostet uns 5000, genauso wie der Gärtner halt. Jetzt müsst ihr selber abwägen, was da relevant nochmal. Wir sind hier in einer Optimalsituation. Wir haben also auch mehr Auswahlmöglichkeiten. Es kann aber sein, je nachdem, wo ihr startet und gerade wenn das Gebiet sehr viel schwerer ist, wie jetzt zum Beispiel Bergwüsten oder Wüsten, da seid ihr sehr eingeschränkt. Da müsst ihr wirklich auch teilweise sehr starke Risiken eingehen. Ich glaube, bei uns hier an sich sollte das funktionieren. Ja, gesagt, getan heißt, wir erklären jetzt den Krieg. Wir nehmen unseren Anspruch und wir werden jetzt einfach alle Verbündeten, die wir haben, hineinladen. Ihr seht, das sind schon einige, die müssen sich allerdings auch alle erstmal finden. Und jeder Herzog kostet euch 150 Prestige, um ihn einzuladen. Jeder Graf 75 Prestige. Und jeder König, wenn wir einen hätten, der mit uns verbündet wäre, würde uns auch nochmal 300 sogar kosten. Wir werden auch nicht drum herum kommen, dass wir selber kämpfen werden, denn das sind schon verdammt viele Truppen, die der Gegner hat. Was natürlich extrem schade ist fürs Geld, denn wir müssten eigentlich weiterhin Pilger reisen und, wie gesagt, Prestige sammeln. Ist aber, wie gesagt, wieder die Abwägung, was ist das Relevante? Ist es gut oder nicht? Das müsst ihr für euch selber entscheiden. Ich werde es jetzt so versuchen. Ihr habt es gesehen, dass diese Möglichkeiten existieren. Ihr müsst da selber für euch überlegen, was findet ihr effizient. Durch die Übermacht unserer Verbündeten, die sich teilweise haben, auch umbringen lassen, können wir nach und nach das Gebiet einnehmen. Wichtig ist, geht immer auf die Hauptstadt. Das ist essentiell. Den Tipp gebe ich euch mal unabhängig vom Tutorial, denn dann könnt ihr vielleicht den Herrführer direkt gefangen nehmen, was eine recht wichtige Sache ist, um eben den Kampf zu verkürzen. Nachdem wir die Armee gequetscht haben mit unserem Verbündeten und schön die Hauptstadt einverleibt haben, sollten wir eigentlich so gut wie durch sein. Ihr seht, wir haben auch den tatsächlichen Maharaja gefangen. Was wir auch machen können, wenn wir genug Punkte haben, ihn einfach auslösen. Allerdings hat er gar kein Geld mehr, von daher ist es ziemlich sinnlos. Und deswegen haben wir jetzt einfach unseren Titel gewonnen. Das heißt, wir lösen unsere Armeen auf. Wir sind jetzt natürlich prestigetechnisch wieder nach hinten. Aber wir haben, und das ist wichtig, eben hier unser Gebiet wieder, was wir auf jeden Fall haben wollten. Und hier werden wir definitiv jetzt jemanden Bengalisches einsetzen, denn das erhöht unsere Akzeptanz. Die ist natürlich jetzt gefallen, weil wir Krieg geführt haben. Ihr könnt das Ganze mit eurem Ratsverwalter nochmal erhöhen. Da könntet ihr einfach hier drauf gehen und die Akzeptanz fördern. Dann seht ihr, auf einmal geht das Ganze um 1,15, aber leider nur pro Jahr hoch. Und dann müssen wir einfach warten, bis wir die 40% haben. Das ist jetzt auch der Anfang, wenn man wirklich krass auf Entwicklung spielt. Es ist viel warten, geduldig sein, nicht übermütig sein. Wir sind hier nicht bei Total War. Das heißt, es geht erstmal auch ein bisschen darum, sein Gebiet zu optimieren, um dann irgendwann explosionsartig zu starten. Und wenn wir von Situationen und Opportunismus reden, guckt euch das einmal an. Wir sind auf eine Reise gegangen, um hier pilgern zu gehen. Und hier oben ist eine Kultur, die die fleißige Tradition hat. Und wenn ihr richtig viel Schwein habt, könnt ihr, wenn ihr durch das Gebiet wandert, solche Events bekommen, wo ihr tatsächlich die Prestigekosten für eine Fähigkeit verringert. Das heißt, fleißig könnten wir jetzt auch schon für 1000 weniger Prestige holen, was natürlich die letzte Kulturtradition wäre, die wir unbedingt brauchen würden. Das ist natürlich ideal.
Ihr könnt euch auch bewusst die Entscheidung treffen, wie ich es jetzt hier tue. Schlechte Gebiete, wo ihr wisst, die werde ich eh niemals halten, an Leute abzugeben. Wiederum, was mache ich? Bengalische Kultur. Ich will ja unsere Kulturakzeptanz fördern. Suche mir also irgendjemanden Bengalischen hier. Am besten jemand, vielleicht der treuherzig und zufrieden ist. Ist aber relativ egal, da die Leute sich sowieso sehr schnell wandeln werden. Und dann nehmen wir zum Beispiel einfach diese Person hier, die stur ist und so weiter. Das passt doch ganz gut. Während ich hier so meine Frömmigkeit, wie ihr oben seht, grinde und wirklich da einen Pilgerreis nach der anderen mache und währenddessen nur wartet, dass unsere Kulturakzeptanz steigt und so, zeige ich euch mal, warum Bildung auch so stark ist. Wir haben mittlerweile durch ein bisschen Reisen und einige Events Kräuterkundler, Weisermann, Gärtner, ja gut, Pilger sowieso und Poet bekommen. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Das kriegt ihr eigentlich nur, wenn ihr auf Bildung geht. Bei Kriegsführung würdet ihr natürlich Kriegsattribute kriegen. Auch für unseren Fall ist natürlich Bildung viel, viel wichtiger als alles andere. Ein wenig später können wir zum Glauben konvertieren. Ihr seht, ich habe ordentlich Förmlichkeit eingebaut. Ihr seht, wir haben 13 Jahre schon verbraucht. Was schon recht viel ist, ehrlich gesagt. Aber gut, es ist nicht das Optimalste. Ich zeige euch halt das, was ich kriege. Was wir machen können, ist natürlich eine Doppelkonvertierung. Wenn ihr Angst habt, dass jetzt das Valdensertum euch natürlich hier um die Ohren fliegt, weil alle euch nicht mehr mögen und so weiter, würde ich euch empfehlen, dass ihr noch mehr Frömmigkeit anspart. Ungefähr das Doppelte, vielleicht 2000 mehr. Und dann könnt ihr ihn dann konvertieren und sofort den Glauben wieder ändern. Und dann fügt ihr hier einfach östlichen Synkretismus ein. Der wird euch dann eben helfen, auch mit den Hinduisten hier verheiratet zu sein, Bündnisse zu bekommen und so weiter. Was halt ein sehr großer Vorteil ist, dadurch, dass ihr einfach ja, mehr Anschluss habt und nicht direkt angegriffen werdet. Außerdem sind die östlichen Religionen sowieso sehr nett. Deswegen könnt ihr Valdensertum relativ gut hier auch halten. Das ist nicht so, dass sie euch komplett hassen, aber ihr müsstet halt schon am besten Synkretismus mit einbauen. Und wie gesagt, da müsstet ihr nochmal mit 2.000, 3.000 rechnen. Und ihr müsstet auch, wenn ihr darauf geht, auf Bildung Prophet gehen, weil ihr dann eben neu schaffen wollt. Das heißt, ihr müsstet auch nochmal den Bildungsgang da fertig machen. 2 hours later. Einige Zeit und fast 30 Jahre später, die ganze Zeit Pilgerreisen und Jagd machen, haben wir jetzt diese Werte. Da ist die 5.000 für Gärtner und 7.000 für den Glauben. Ich bin jetzt im ersten Charakter erstmal auf Glauben gegangen. Einfach so an sich könnt ihr auch sagen, ich gehe erstmal nur auf Prestige und dann erst auf Glauben. Hier in Südindien könnt ihr euch eigentlich beides erlauben, also ein bisschen zu mixen, wie ich das gemacht habe, weil ihr einfach so ein reiches Gebiet habt. Wichtig ist ein Punkt und deswegen sage ich ja nochmal, es ist nie Perfektion dabei und deswegen zeige ich euch auch nicht Perfektion. Ich habe zum Beispiel komplett vergessen, dass ich mein Kind erziehen sollte, um ihm fleißig zu geben, zufrieden und maßvoll, am besten halt nur fleißig. Und deswegen hat mein Kind sadistisch, geduldig und gesellig bekommen. Und ja gut, es hat auch noch Schwindsucht, das ist sowieso nicht ganz so gut. Aber es ist eben ein großes Problem, das heißt, ich versuche jetzt hier dran zu denken, dieses Kind auch wirklich zu erziehen. Ist allerdings nicht ganz so einfach, wie man sehen kann, aber dann hoffe ich, dass ich den dann zum Erbe ernennen kann. Unsere Mischkultur baut sich langsam auf. Auch da die Frage, ist es wirklich sinnvoll, was wir tun? Sollte man die 40% nehmen oder eher sagen, ich hole mir die Trades irgendwie anders? Ansonsten seht ihr jetzt die Werte. Wir haben jetzt die Möglichkeit, durch den Trade, den wir beide hier freigeschaltet haben, Bildung. Deswegen empfehle ich euch, wenn ihr könnt, selbstgemachten Charakter zu erstellen, auf Bildung zu gehen, Abtrünniger zu nehmen, weil Bekehrungskosten minus 75% und Prophet, weil Glauben Schaffungskosten minus 50%. So können wir mit den 7.000 Frömmigkeit, die wir jetzt haben, hoffentlich alles erreichen, was wir wollen. Der erste Schritt ist einfach, wir konvertieren einfach zum Valdensertum, haben damit unsere Key-Technologie Bilderverbot für später, um den letzten Push zu machen. Ist allerdings vor allen Dingen wichtig, wenn ihr länger spielen wollt und fleißig auf jeden Fall schon eingebaut habt. Bei uns wird das wahrscheinlich schon knapp werden. Wenn ich so überlege, wie wir jetzt vorgegangen sind, werden wir weniger auf fleißig gehen können. Damit seid ihr auf jeden Fall aber sehr mächtig, wie ich schon im Tutorial gesagt habe. Wir klicken einfach auf Annehmen. Gelobt sei Gott. Und jetzt vorsichtig, bevor ihr irgendwas anfangt, geht ihr direkt auf Neuer christlicher Glaube und verändert halt den Grundsatz so, egal was von beiden, ich würde eher Armutsgelübde rausnehmen und geht hier auf östlicher Synkretismus, damit euch die Religion um euch herum auch wirklich mögen. Im zweiten Schritt werden wir unsere Religion also nochmal verändern. Wir nehmen also östlichen Synkretismus mit, wir nehmen das Bilderverbot natürlich mit. Das, was ihr da nehmt, ist eigentlich relativ egal. Wenn ihr irgendwas findet, was noch euch hilft, dann nimmt es an. Ansonsten ist es komplett wurscht. Was ich euch aber noch als Tipp mitgeben würde, hier die Pilgerreisen wieder zu erlauben, damit es einfach besser ist. Euer Oberhaupt solltet ihr selber sein, also macht das auf weltlich, wenn ihr die Kosten bezahlen könnt. Geht auf erlaubte Ehescheidung, polygam, dann könnt ihr mehr Frauen halt haben, die Bündnisse kriegen, haben wir ja schon gezeigt. Geht auf Hexerei, akzeptiert, falls ihr mal Hexe werdet, könnt ihr sie dann direkt mitnehmen. Geht auf beide Geschlechter. Auch erlaubte Ehen für klerikale Funktionen. Klerikale Funktionen nehme ich kampfgeschnickt meistens, ist eher für längeres Spiel jetzt wichtig. Und weltlich widerruflich, ihr wollt nämlich jederzeit einen Titel wegnehmen können von eurem Ratspriester. Ja, im Begräbnis Tradition nehme ich jetzt einfach mal Einäschung, könnt ihr weniger Gold zahlen, um mehr Legitimität zu bekommen. Habt ihr das alles geändert? Wir lassen es einfach mal bei Wanderprediger jetzt im Sinne für dieses Playthrough einmal, um euch das Ganze zu zeigen. Seht ihr, kosten ziemlich viel, also ich musste auch ordentlich sammeln und könnt diesen Glauben erschaffen. Und schon haben wir auch nicht das Problem, dass uns die Gegner oder die Nachbarn alle hassen. Ihr seht, bei plus 90, es gibt eigentlich gar
kein Malus dafür, weil wir halt tatsächlich auch pluralistisch sind, genauso wie die Religion. Und dadurch seid ihr auch noch immer in friedlichen Situationen. Ich weiß, dass einige von euch meinten, ihr habt sehr viel Probleme damit gehabt, dann, dass der neue Glauben euch irgendwie Ärger bereitet hat. So könnt ihr halt verhindern, dass dieser Glauben euch in irgendeiner Form wirklich stört. Jetzt sind wir also am Scheideweg angekommen. Ich habe jetzt 5000 Prestige gesammelt, habe die Religion schon geändert. Ich glaube sogar, wenn ich jetzt wirklich optimiert spielen würde, würde ich sagen, macht nicht die Religion, geht nur auf die Jagd, gebt euch 50, 60 Jahre dafür Zeit und baut euch dann die perfekte Kultur, so wie ich es auch schon im Tutorial gezeigt habe. Was wir jetzt machen können, ist halt abzweigen. Da können wir halt die drei verschiedenen Traits hier ändern. Gegen halt fleißig, gegen Gartenbau im Reich und natürlich idealerweise landwirtschaftlich. Dann würden wir natürlich nicht die Mischkultur oben nehmen, müssten aber, ihr seht, 20.000 bezahlen, wenn wir auf bürokratisch auch noch gehen, um mehr Entwicklung zu bekommen. Hier müssen wir 16.000 bezahlen. Das heißt, der Preis ist natürlich schon sehr hoch. Da ich jetzt schon die Religion, also die Frömmigkeit auf 7.000 gebaut habe und meine Religion schon fertig habe, habe ich da natürlich ein Häkchen dran, aber bin jetzt nicht optimiert für die Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich gehe auf die Mischkultur hier oben, wo ich landwirtschaftlich noch bekomme und auch noch die philosophische Tradition oder Kultur. Das heißt, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann, wenn ich jetzt in meinem Weg bin, zu sagen, nee, wir machen keine Abzweigung, sondern wir reformieren. Das heißt, wir geben hier einen Trade hinzu. Seefahrer ist auch tatsächlich gar nicht so schlecht für den Anfang, naja, nichts Besonderes, aber passt schon und gibt dann einfach Gartenbau hinzu. Gartenbau ist sowieso, das kann ich nochmal betonen, unbestreitbar die beste von allen Traditionen, die man hat. Wenn ihr einmal wählen könnt, nehmt auf jeden Fall Gartenbauer. Das heißt, diese Tradition ist wesentlich stärker als alles andere. Fleißig wird erst stark, wenn ihr wirklich richtig viel Geld habt und richtig viele Gebäude bauen könnt. Ihr seht aber, wir haben jetzt auch die Tempel unter uns, was sehr cool ist. Die gehören uns und werden auch erstmal bei uns bleiben. Kleinigkeit noch zu den Vermächtnissen, da könnt ihr eigentlich wählen, was ihr wollt. Die ersten sind halt nicht so stark. Wenn ihr jetzt langfristig denkt, auf jeden Fall immer die Kriegerbahn. Wenn ihr nordisch seid, immer die nordische Bahn oder Perser seid, müsst ihr die persische Bahn durchgehen, weil ihr dann besondere Kriegsvölker kriegt, beziehungsweise sehr viel Damage dazu, also Schaden. Wenn ihr sagt, ihr braucht unbedingt noch hier die Kulturakzeptanz, könnt ihr auch hierauf gehen, ist aber sehr teuer. Könnt auch mehr Forschung bekommen, könnt ihr aber auch ohne sehr gut schaffen. Von daher wäre es, wenn ihr noch viel Prestige braucht, recht gut auf Jagd und Festmahl -30% zu gehen. Denn wenn ihr Festmahl und Jagd kombiniert, nicht wie ich mit den Pilgerreisen, würdet ihr auch deutlich mehr Prestige generieren. Dann hättet ihr eben hiermit die billigste Möglichkeit, die werde ich jetzt auch freischalten, weil wir ja nochmal weiterhin unsere Kultur optimieren wollen. Um die Kulturakzeptanz zu steigern, könnt ihr auch noch eine Prachtreise machen. Da müsst ihr nur dran denken, das auf kulturelles Fest hier umzusetzen. Das Kulturfest kann euch, wenn ihr Glück habt, viel Kulturzuwachs geben, weil wir müssen jetzt schon schauen, dass wir langsam, wir haben 23% auf die 40% kommen, um eben diese beiden Sachen auch wirklich zu bekommen, damit sich unsere Kultur auch wirklich weiterentwickeln kann. Kostet sehr viel Geld. Außerdem habe ich hier noch den Kulturbotschafter mitgenommen in der Reise. Deswegen habe ich hier so eine wirre Reiseroute gemacht. Ich laufe ganz viel durchs bengalische Gebiet, um noch ein bisschen was an Kulturakzeptanz hoffentlich dazu zu bekommen. Und eine weitere Variable. Der Typ hat uns einfach abgewiesen, obwohl er uns sehr gerne hat. Hat er einfach die Tür zugeschlossen. Das heißt, wir haben für das ganze Geld, was wir ausgegeben haben, nichts erhalten. Wieder etwas. Es wird nie ideal sein und ihr merkt an sowas, dass das Spiel auch manchmal sehr gemein sein kann. Von daher denkt immer dran, dass solche Variablen auftreten können. Der nächste Schritt für mich ist jetzt einfach überall Tempel hinzusetzen. Die sind jetzt deutlich günstiger. Das heißt, wir bauen alle Tempel hier raus. Gerade die am Wasser sind eben sehr wichtig, um eben mehr Handelshäfen zu haben, um jetzt bald unseren Entwicklungspush halt wirklich voranzubringen. Mehr muss man jetzt erstmal nicht machen, außer eben die Mischkultur, die man immer braucht. Die wahrscheinlich, wenn ich das nochmal machen würde, nicht der erste Schritt wäre, sondern ich würde tatsächlich nur auf Prestige grinden, auch die Religion erst als zweites, im zweiten Charakter natürlich durchführen. Wichtig ist natürlich auch zweiter Charakter. Apropos, ihr müsst natürlich gucken, dass euer Charakter jung genug ist oder ihr nur so viel erreichen könnt, wie das Alter des Charakters noch hergibt, weil es kann sein, dass er mit 50 auch locker mal stirbt, von daher immer aufpassen. Was natürlich hilft, sind sowas wie die Jäger, gibt halt mehr Lebensenergie und andere Dinge, die dabei irgendwo eine Hilfestellung geben. Tja, und der nächste Punkt, bei dem man aufpassen muss, natürlich kann es auch mal zu Kriegen kommen, gerade wenn ihr so ein Gebiet habt. Und das war ein ziemlich stressiger Krieg. Wir haben ihn jetzt gewonnen, also wir können jetzt weißen Frieden machen und wir haben auch die 40% zum Glück endlich erreicht. Das heißt, wir können jetzt endlich, ein bisschen zu spät, 40 Jahre später, die Mischkultur bilden. Das heißt, wir könnten jetzt hier auf spirituell gehen, was wir nicht machen. Gemeinschaftlich ist da besser. Jetzt müssen wir einfach nur eins von den Dingen ändern natürlich hier. Das ist aber schon, dass wir indoarisch dann sein können. Wir können aber weiter dravidisch bleiben, ist sogar noch besser. Und dann können wir uns einfach aussuchen, was für Tradition wir haben wollen. Wir wollen natürlich Stadtstolz weg und dafür Seefahrer dazu. Wir können 6 auswählen, weil wir sind auch gerade in der neuen Ära angekommen und kriegen sogar noch 2 Innovationen dazu, was natürlich immer super gut ist, wobei wir halt schon technologisch sehr weit sind und ihr seht die Kosten sehr günstig. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich alles außer fleißig, was wir jetzt haben, also haben wollten und können jetzt gleich nochmal dahingehend unsere Punkte sammeln. Wobei unser Herrscher tatsächlich langsam alt wird, ich aber auch ein paar Kriege begonnen habe, die nicht unbedingt nützlich waren und sinnvoll waren, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht auch hier oben schon mal Richtung vegetarisch eingenommen,
was ein Fehler war. Aber ihr seht jetzt, nach 40 Jahren so rum, haben wir unsere Kultur schon sehr weit erweitert, sind wirklich gut dabei und können damit durchaus arbeiten. Wir haben jetzt 6 Trades, auch was wir vorher hatten, nur 2. Das heißt, wir haben uns jetzt schon ordentlich was dazugegönnt, können extrem stark forschen, sehr stark unsere Lebenszweige verbessern, was natürlich extrem, extrem mächtig ist. Wir würden jetzt auf die Entwicklungstrades gehen. Ihr seht, wenn wir vorher nicht forschen, 202 Jahre, wenn wir jetzt forschen, 10 Jahre, weil unser Herrscher auch schon bei 57 Bildung ist, eben durch die ganzen Fähigkeiten vom Bildungszweig, von den Jäger, von Kräuterkunde, Wunderwirker und so weiter und so fort und jetzt auch die philosophische Kultur. Und das ist jetzt eigentlich das, was wir noch haben. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Gelände aussieht. Ich habe überall Tempel hingesetzt. Ihr seht, alles voller Tempel, die kosten uns ja fast nichts und habe hier überall unsere Handelshäfen aufgesetzt, sodass die Entwicklung auch wirklich abgehen kann. Jetzt kann auch unser Ratsverwalter sich wieder hier hinsetzen und die Entwicklung tatsächlich pushen. Eine Mischkultur kann erst wieder 50 Jahre stattfinden. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nicht irgendwelche großartigen Dinge nochmal zu pushen, können jetzt nachher nochmal reformieren. Das heißt, wir könnten hier jetzt das Religionspatronat rausschmeißen und uns fleißig für 6.000 holen. Ob wir das mit dem Charakter noch schaffen, mag ich zu bezweifeln. Jetzt habe ich natürlich viel darüber geredet, was wir machen, was wir tun. Wir wollen uns auch mal die Ergebnisse ansehen. Und zwar kriegen wir 3,5 Entwicklungszuwachs pro Monat. Das heißt 3,5 von den 100, die wir brauchen, um einen Entwicklungspunkt dazu zu bekommen. Und ihr seht, diese ganzen Änderungen haben wir. Ich bin ja jetzt darauf gegangen, dass ich vor allem die ganzen Tempel ausgebaut habe, wie ich eben gesagt habe. Und überall diese ganzen Häfen gebaut habe. Und die Häfen bringen uns jetzt 10% auf der 2. Stufe. Ihr seht, wir haben auch verschiedene andere Multiplikatoren. Wir sind auch Gelehrter. Wir sehen also, das sind jetzt schon ungefähr 30, 40, 50, 60, 80, 100, 115, 125, 145, 175% mehr. Und wir haben 3,06 als Grundwert. Kriegen allerdings wegen bestehender Entwicklung 2,67 abgezogen. Da kann man noch sagen, ja, was kann ich dagegen machen, damit wir nicht ganz so viel abgezogen kriegen. Im Frühmittelalter halt den Gemeinderat erforschen. Dann könnt ihr nämlich weniger Malus bekommen, wodurch ihr halt einen Vorteil erhaltet und noch etwas schneller die ganze Entwicklung pushen könnt. Dann Münzprägung, wenn ihr eben nichts anderes braucht an Gebäuden oder sowas, wobei sich Gutsherrschaft eigentlich in der frühmittelalterlichen Periode als erst anbietet, weil ihr eben eure Tempel dann ausbauen könnt und damit auch wieder eure Häfen auf die nächste Stufe bringt, was wiederum Prozente dazu bringt. Und ansonsten geht es jetzt eigentlich darum, dass ich ganz viel Zeit skippe und versuche vielleicht noch auf Krampf die 5000 Prestige zusammenzubekommen, denn der Trick ist ja auch dabei, ihr könnt jetzt tatsächlich eine neue Tradition einsetzen, weil wir hatten vorher eine Kultur, haben eine Tradition eingesetzt, haben jetzt eine Mischkultur gegründet und diese Kultur ist frisch neu, also könnt ihr direkt wieder eine Tradition einsetzen, was normalerweise 50 Jahre dauern würde. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an, ob ich das schaffe. Ansonsten schalte ich euch dazu, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist. Mehr müsst ihr nämlich eigentlich nicht mehr machen. Ihr seht, Geld läuft, Prestige läuft, Frömmigkeit läuft, auch das Erbe ist geregelt. Ich habe alle enterbt. Gut, einer mag mich nicht unbedingt, aber das ist mir relativ egal. Und deswegen können wir jetzt einmal die Zeit verlaufen lassen und mal sehen, was uns Früchte erwarten. Ja, Leute, wir haben es tatsächlich noch geschafft. Wie gesagt, es ist natürlich immer ein Vorführeffekt, aber denkt daran, das muss nicht immer bei euch laufen. Ich habe schon viele Herrscher gehabt, die sterben mit 50, mit 40 werden sie ermordet oder sonst irgendwas. Wir haben aber jetzt hier einen, der ist 67 Jahre alt geworden und wir haben tatsächlich nochmal 6000 Prestige gegrindet. Der weiterhin einfach Festmahl und Jagd gemacht und ab und an nochmal ein Prachtturnier oder eine Prachtreise, wenn ich das Geld dafür habe. Ihr seht, wir haben Geld wie Heu halt wegen diesem Gebiet. Ihr guckt es euch nochmal an. Das sind unsere ganzen Besitztümer. Das ist einfach richtig stark innerhalb von 50 Jahren. Aber es ist natürlich auch eine sehr starke Position. Das heißt, wir können jetzt nochmal reformieren. Wie gesagt, da wir eine neue Kultur gegründet haben, können wir auch direkt wieder neu reformieren. Ich würde jetzt sogar, glaube ich, Metallarbeiter rausnehmen. Religionspatronat ist zwar nicht mehr so wertvoll, weil wir schon viele Tempel gebaut haben, aber ich würde sagen, wir machen das so. Und dann haben wir auch unseren letzten Trade. 7 Jahre ist er drin und dann haben wir alles, was wir brauchen, um unsere Entwicklung auf 100 zu pushen. Die ist mittlerweile auch schon bei 32 angekommen und ihr seht, 5,1 pro Monat kommen wir dazu. Diesmal rechne ich nicht nochmal die Prozente auf, ihr könnt es euch selber anschauen. Das ist ein verdammter dicker Batzen, den wir da bekommen. Wir haben die Forschung noch nicht durch, weil wir leider auch, und das ist ein großes Problem, was manchmal aufkommen kann, unsere Kultur in allen Gebieten haben, nicht nur in dem einen, was eben die Forschung tatsächlich schwächer macht, weil eben die anderen Gebiete nicht so krasse Entwicklung haben wie eben unsere Madurai. Das ist aber auch etwas, was passieren kann. Ich glaube auch nicht, dass man das in irgendeiner Weise beeinflussen kann. Es ist ein reines Zufallsprinzip, ob die Kultur nur in dem einen Gebiet ist, was wir eigentlich nur wollten, oder ob sie in allen kommt. Und hier war sie tatsächlich in allen gekommen, außer dem neuen Gebiet, was wir jetzt gerade erst erobert haben, um beide Herzogtümer halt vollständig zu beherrschen. Ich konnte jetzt noch ein Königreich bilden. Auch das ist natürlich hilfreich. Dann hat man einen Hof, wo man Gegenstände aussetzen kann. Ist jetzt nicht essentiell, aber kann man durchaus machen. So, das haben wir halt dieses Königreich hier gegründet haben mit den 6 Gebieten, die wir haben. Das geht durchaus bei manchen Königreichen besser, mal schlechter. Ist klar, je nach Größe des Königreiches. Müsst ihr halt immer darauf achten. Hier geht es aber auf jeden Fall. Dann haben wir, wie gesagt, den Hof. Ansonsten haben wir unsere Forschung jetzt durch. Das heißt, unser
Gemeinderat erhöhte mal oder verbessert den Malus. Das heißt, wir haben nicht mehr so einen hohen Malus und kriegen damit noch immer 5,1. Auch wenn es natürlich immer so Schwankungen unterlegen ist, haben wir da einen sehr, sehr hohen Wert, den wir benutzen können. Und das ist schon mal sehr gut. Ja, das heißt aber auch jetzt passiert eigentlich nichts mehr. Wir sind eigentlich so gut wie durch. Sobald fleißig jetzt etabliert ist und erst dann solltet ihr das auch machen. Achtet auch darauf natürlich, dass ihr nur ein Gebäude im Jahr pro eben Gemeinde bauen könnt, damit ihr nicht euer fleißig Trade in irgendeiner Weise vergebt. Denn ihr könnt ja theoretisch mit diesen 4 oder 5 sogar Tempeln könnt ihr ja pro Jahr eine Entwicklung hinzubringen. Schon 1,5 Entwicklungen tatsächlich. Darauf solltet ihr achten, damit ihr das auch wirklich effizient nutzt. Und dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht, um die Entwicklung zu pushen. Jetzt schauen wir uns mal an, wie lange das noch dauert. Wie gesagt, 50 Jahre sind wir schon drin. Bin ich damit zufrieden? Ja, es ist okay. Aber wir schauen einfach mal, was unser Endergebnis ist. Ihr seht mich ein paar Jahre später. Ich habe wirklich mich nicht zurückhalten können, denn alle wollten sich vasalisieren lassen. Wir haben die nicht durch Krieg erobert. Deswegen haben wir die beiden Herzöge noch mitgenommen. Und alle anderen Gebiete, die zu unserem Königreich gehören. Ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Es musste einfach sein. Das heißt, das haben wir jetzt auch alles noch dazu bekommen, weil wir halt so mächtig sind. Ihr seht es oben am Geld. Und ich habe auch schon Elefanten ausgehoben. Das heißt, wir sind recht gut dabei. Wir haben dann jetzt unsere fleißige Tradition durchgebracht. Und damit können wir jetzt hier unsere Gebäude anfangen zu bauen. Ich habe schon Fehler gemacht, schon ein paar zu bauen. War eigentlich ein Anfängerfehler, das sollte man nicht tun. Man sollte erst bauen, wenn fleißig wirklich durch ist. Ihr seht, jetzt habe ich deswegen ein bisschen Leerlauf, was eigentlich ziemlich ärgerlich ist. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir werden nämlich bald auch Gutsherrschaft durchhaben. Das dauert noch 4 Jahre. Und dann können wir hier die Entwicklung vollkommen eskalieren lassen. Wir sind momentan bei 35 Entwicklungen und kriegen nochmal einen ordentlichen Batzen dazu. Das heißt, wir sollten relativ schnell jetzt nach oben katapultiert werden und hoffentlich auch die 100 relativ schnell erreichen. Unser Herrscher ist dann endlich gestorben oder wird jetzt gleich sterben mit 83 Jahren. Ihr seht, was der alles für Trades hatte. Er war natürlich ein absoluter Gott. Jetzt werden wir sehen, wie es gleich beim nächsten weitergeht. Da müsst ihr halt immer noch vorbereitet sein, dass das wesentlich schneller geht. Das ist ganz klar. Da könnt ihr auch nicht viel dran machen. Da müsst ihr einfach schauen, dass es in irgendeiner Form auf jeden Fall funktioniert. Und unser Ergebnis ist momentan so, dass wir 42 Entwicklungen haben und hier konstant alles durchbauen können und werden, um eben unseren fleißig Trade auch weiterhin aufrechtzuerhalten. Momentan kann ich nur die Tempel upgraden. Ich habe auch noch nicht den neuen Gebäudeslot. Der kommt auch noch, macht das Ganze auch noch ein bisschen schneller, damit wir halt wieder vorankommen. Ihr seht, das Geld ist auch tatsächlich jetzt weg. Wir haben auf jeden Fall ein absolutes Monster mit 69 Bildung im ersten Durchgang gehabt. Wir hatten natürlich auch, wie gesagt, jetzt wie viele Jahre? Fast 80, 70 Jahre geherrscht. Aber ihr seht, so funktioniert das Ganze, wie ihr die Entwicklung maximal pushen könnt. Wir haben einen Heiligen Orden, wir haben unsere Religion verbreitet, wir haben halt ein Königreich gegründet, wir haben unsere Kultur eigentlich schon maximal ausgebaut, wenn es jetzt um Entwicklung geht. Militärisch müssten wir das Ganze natürlich nochmal entwickeln, das ist klar. Aber wir sind auf jeden Fall exzellent vorbereitet, um das Ganze fertig zu machen. Vielleicht noch zwei Kleinigkeiten. Erstens, natürlich könnt ihr hier mit einem Verwaltungshof auf der Stufe 7 nochmal 0,2 Entwicklungen zubekommen. Darauf solltet ihr achten. Dann könnt ihr mit Prachtreisen, wenn ihr die mit höchster Stufe beendet, auf Stufe 4 prächtiger Lehnsherr bekommen. 0,3 oder Stufe 4 ist schon 0,2 pro Monat. Solltet ihr auch darauf achten, wenn ihr optimieren wollt. Am besten immer gucken, dass ihr einen guten Hofgärtner habt, was ich leider auch nicht kriege, weil der mir immer stirbt. Aber das wäre eben auch noch eine ganz wichtige Sache, dass der Hofgärtner immer ideal ist und die Events, die alle kommen, mit der Entwicklung natürlich alle mitnehmen. Die sind vor allem in Bildung und im Verwaltungstrade zu finden, in den anderen nicht. Also alle anderen bringen da eigentlich nicht wirklich etwas. So, 100 Jahre später. Ich bin nicht ganz zufrieden, denn nach unseren uralten Menschen hatten wir tatsächlich einen direkt toten Herrscher und haben dann dieses Kind bekommen mit, ich glaube, 5 Jahren, was natürlich hohe Probleme mit sich bringt. Deswegen sind wir nicht ganz so weit, wie ich das wünschen würde. Wir hatten viele Kriege und so weiter, die ich jetzt alle nicht rausgeskippt habe. Wir sind jetzt bei 62 Entwicklungen und kriegen nochmal einen ordentlichen Batzen dazu. Ich hätte aber gehofft, dass wir so in 150 Jahren durch sind. Spätestens eigentlich sogar eher 120, muss ich sagen. Aber ihr seht, das sind unsere Boni momentan. Ich habe einmal einen Fehler gemacht, bestrafte Fallensteller, minus 10%. Ansonsten könnt ihr ja selber mal rechnen, wie viel Prozent das mittlerweile sind. Das ist viel. Und wichtig ist nochmal zu fleißig. Denkt dran, ein Gebäude pro Jahr für alle im Besitztum. Ich habe mich da eben falsch, glaube ich, ausgedrückt. Nicht jedes einzelne einmal im Jahr, sondern eins im Besitztum. Da habe ich auch manchmal ein bisschen was grob gemacht, hätte man noch perfekter machen können, um halt mehr diesen Entwicklungspush voranzubringen. Ich glaube, ich habe aber sehr viel daraus holen können. Und ja, das wäre der Fortschritt. Wie ich ja meinte, dass da jetzt einer ein Jahr nur geherrscht hat und dann sofort gestorben ist, dann konstant Bürgerkrieg kam und so weiter. Das gehört irgendwo dazu. Das ist ganz normal. Je nachdem, wo ihr startet, wird das auch noch schwerer. Wir haben auch oben unseren Besitztum im Bengalreich verloren, weil wir da auch einen Krieg erklärt bekommen haben und da im Bürgerkrieg nichts gegen machen konnten. Ja, aber das ist, wie gesagt, einfach eine normale Geschichte bei Crusader Kings 3. One eternity later. So, und da sind wir. 1005 haben wir jetzt also. Wir haben 138 Jahre gebraucht. Mehr als ich gehofft habe. Ihr seht, wir haben nochmal 6,0. Ihr könnt euch die ganzen Boni mal anschauen. Das sind unsere Boni. Da kommen natürlich immer ein paar noch dazu, die immer wieder da sind, mal wieder weg sind. Zum Beispiel diese reisende Geschichte ist gerade abgelaufen, glaube ich. Das hätten wir nochmal 0,2 dazu. Hat auch echt viel Kraft gekostet, nochmal diese Prachtreise zu bekommen. Ich habe auch noch ein bisschen was geändert und ich habe ständig hier Gebäude neu gebaut, damit das Ganze nochmal schneller geht. Also lassen wir einmal durchlaufen, dann sind wir bei 100. Und da sind wir auch schon bei 100. März
138 Jahre klappt doch ganz gut. Wir haben noch ein bisschen was geändert. Ich habe noch Kollektivland hinzugefügt, um noch mehr Entwicklungszuwachs zu haben. Und ich habe tatsächlich 20.000 mit dem hier gegrindet. Ihr seht oben auch die Werte rechts. Das ist abgespaced, was wir haben. Um auch noch bürokratisch reinzusetzen. Also auch noch 15% mehr Entwicklung und den Lebenswandel schneller zu ballern. Und damit haben wir es dann in 135 angeschafft. Ja, und das ist, wie man das halt gebacken kriegt. Ihr könnt euch hier nochmal die Tempel ansehen. Halt, die Handelshäfen sind da eigentlich alles, was wir haben. Außer den Städten die Zunft natürlich nicht vergessen. Und das halt einfach so weit upgraden, damit es funktioniert. Ich habe jetzt hier königliche Wälder genommen, die nochmal 10% dazugeben. Wir sind weit vor dem nächsten Zeitalter. Wir sind also komplett ausgeforscht natürlich schon. Und können eigentlich jetzt nochmal 40 Jahre warten, bis wir wirklich überhaupt irgendwie neu forschen können. Ich hoffe, das hat euch geholfen, jetzt zu verstehen, wie das geht. Es geht halt, hat immer seine Auf- und Niederkeiten und variiert natürlich stark nach dem Gebiet, was ihr habt. Es klappt natürlich mal schneller, mal weniger schnell. Manchmal stirbt auch euer Herrscher schnell, so wie ich das jetzt auch im zweiten Herrscher hatte. Und dann kriegt ihr Bürgerkriege überall hin und her gepfiffen. Aber so ist es die Idee. Grundsätzlich sollte es hoffentlich verstanden haben. Wie immer, lasst ein Like da, einen Kommentar da, Abo, kommt bei Twitch vorbei oder werdet Mitglied, wie ihr lustig seid. Bis dann.